Welt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist natürlich tolles Timing, dass ich direkt hinter Frau André reden darf. Ich wollte aber zunächst sagen, dass ich anlässlich der zweiten, dritten Lesung dieser Gesetzesinitiative dem Antragsteller der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ausdrücklich danken möchte. Ja, ich finde es gut, dass Sie das Thema als Gesetzentwurf eingebracht haben. Und nicht nur, weil wir im Grundsatz einer Meinung sind, sondern vor allem, weil wir anhand des Entwurfs die Thematik noch mal ausführlich diskutieren konnten. Und das hat uns alle weitergebracht, finde ich jedenfalls. Noch mal das Grundsätzliche zur Wiederholung. Es ist hier schon mehrfach gesagt worden, aber ich will es mal ganz deutlich aussprechen. Die AG Bildung und Forschung der CDU-CSU-Fraktion, für die ich hier spreche, hat eine glasklare Position. Wir unterstützen die steuerliche F&E-Förderung. Die Forschungspolitiker der Union sprechen sich übrigens schon bereits seit Jahren dafür aus und jetzt wieder mit Nachdruck. Wir sehen hierin, und es ist ja alles schon gesagt worden, aber ich sage es nochmal, einen wesentlichen Hebel, um Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Unternehmen zu stärken. Wir haben dabei für Deutschland das 3%-Plus-Ziel fest im Blick. Steuerliche Forschungsförderung, und das ist Ihr wichtigstes Prä, ist im Grundsatz themenoffen, branchenoffen, breitenwirksam und, wenn es richtig gemacht wird, generiert eine starke Hebelwirkung. Aber wir reden über Geld, wir reden über sehr viel Geld. Und deshalb sind vermeintliche Detailfragen eben doch sehr wichtig. Und da haben wir, ich habe es schon gesagt, im Verfahren viel gelernt. Und das schon zitierte Fachgespräch im Finanzausschuss war da übrigens auch sehr hilfreich. Und deshalb möchte ich zwei Punkte noch mal vertiefen. Natürlich müssen wir auf die haushalterische Verhältnismäßigkeit achten. Nicht nur, Frau André, es kommt gleich Ihr Punkt, aber vor allem, da wir eine sehr gute, sehr auskömmlich finanzierte direkte Projektforschungsförderungsstruktur haben, und die gilt es im Kern zu erhalten. Die haushalterische Bremse, die Bündnis 90 Die Grünen aber, und das haben aus meiner Sicht die Diskussionen gezeigt, vorschlagen, ist mit großer Sicherheit nicht die richtige. Wir sollten eben nicht zwischen der Forschung in KMU und der Forschung in größeren Firmen unterscheiden, Frau André. Sie gucken mich direkt an, Sie kennen den Punkt schon, aber ich wiederhole ihn noch mal. Wir sollten nicht zwischen der Forschung in kleineren und in größeren Firmen unterscheiden. Die steuerliche Forschungsförderung kann ihr volles Potenzial innerhalb der deutschen Volkswirtschaft nur entfalten, wenn Unternehmen aller Größenklassen gefördert werden. Das ist meine feste Überzeugung. Die vorgeschlagenen Größenbeschränkungen bilden auch die Unternehmenswirklichkeit in Deutschland nicht ausreichend ab. Wir haben das schon diskutiert. Es kommt zu Abgrenzungsproblemen. Und wir müssen das Thema Standortvorteil, beziehungsweise momentan ist es ja eher, und das habe ich auch in meiner ersten Rede schon gesagt, ein Standortnachteil, den wir momentan in Deutschland haben, im internationalen Wettbewerb im Blick behalten. Und der betrifft vor allem die größeren Unternehmen. Und das wissen Sie ganz genau. Ich muss Sie jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Gamke? Ich gestatte normalerweise immer Zwischenfragen. Ich glaube, heute Abend ist es nicht nötig, weil wir es genug ausdiskutiert haben. Ich führe das kurz zu Ende. Und es haben sich ja alternative Ansätze herauskristallisiert. Das ist ja relativ deutlich geworden, dass es überhaupt nicht alternativlos ist, diese von Ihnen vorgeschlagene Unterscheidung einzuführen, sondern die können andere haushalterische Grenzen einziehen über die Höhe des Fördersatzes oder den Personalaufwand. Und auch der zweite Punkt, ist sehr wichtig, vor allem für die KMUs, die Sie ja zu Recht im Fokus haben. Die steuerliche F&E-Förderung ist nur dann attraktiver als die reine Projektförderung, wenn der bürokratische Aufwand deutlich geringer ist. Das ist Ihnen vollkommen klar. Aber dann frage ich mich schon, und da gibt es in Ihrem Entwurf eine Idee, die sehr viele Fragen aufwirft, nämlich die berühmte Zertifizierungsstelle. Das mag jetzt für grüne, kontrollverliebte Ohren harmlos klingen, aber für mich
Für mich klingt das alles andere als harmlos. Ich werde da sehr, sehr hellhörig, Frau André, denn es darf natürlich nicht passieren, dass wir hier ein neues bürokratisches Monster kreieren. Oder noch schlimmer, ein politischer Kontrollfilter. Denn mein starker Eindruck ist, dass das die eigentliche Idee der Zertifizierungsstelle ist. Denn Sie, das wissen Sie noch besser als ich, stehen ja mit der Forschungsfreiheit in diesem Land, Sie verzeihen mir die militärische Vokabel, teilweise ja regelrecht auf Kriegsfuß. Wir sehen also, dass trotz prinzipieller Übereinstimmung der vorgelegte Gesetzentwurf zu viele Fragen aufwirft. Die offenen Punkte müssen und werden wir in einem neuen Anlauf für die nächste Legislaturperiode klären. Und dann wird es in diesem Land auch eine gute steuerliche Forschungsförderung geben, da bin ich sicher. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes erhält der Kollege René Röspel, SPD-Fraktion, das Wort.